Hallo, mein Name ist Ben Barg, ich bin Speaker, Coach und Autor und habe mich der Gesundheit anderer Menschen verschrieben, um ihnen zu zeigen, wie sie einen gesundheitsfeindlichen Alltag, den wir zweifelsohne heute oft in unserer modernen Zivilisation haben, mit wenig Aufwand, ein bisschen persönlichem Engagement aufwiegen können. Und in dem Kontext spielt die 3x3-Formel eine sehr wichtige Rolle. Also drei kurze Impulse am Tag von 3 Minuten Dauer, die am Ende nichts anderes als Energie produzieren, die dann als wichtige Währung auf dein Gesundheitskonto einzahlt. Das eigentliche Dilemma ist, dass wir uns eine Lebensweise angeeignet haben, ob nun auf der Arbeit oder im Privaten, bei der wir Bewegungsmangel als großes Problem haben, bei denen wir uns häufig durch ja im Prinzip gar nicht existierende Stressoren unter Stress gesetzt fühlen, nämlich beispielsweise, wenn das Handy klingelt, wenn das E-Mail-Postfach Ping macht oder wenn dein Smartphone aufleuchtet. Und das alles ist noch so verankert in unserem Organismus, dass das Stresssignale sind. Unser Körper kommt also in so eine dauerhafte Alarmiertheit, ohne dass wir eigentlich in dem Moment wirklich um unser Leben fürchten müssten und Säbelzahntiger vor uns haben oder aufs Mammut losmarschieren wollen würden. Wir haben also heute eine Zeit erreicht, in denen große Organisationen wie die WHO sagen, dass Bewegungsmangel die vierthäufigste vermeidbare Todesursache geworden ist. Wir wissen heute, dass dauerhafter Stress unter den falschen Voraussetzungen vor allen Dingen und mit der falschen Einstellung das Risiko eines vorzeitigen Ablebens über 40% ansteigen lässt. Und vor allen Dingen wissen wir auch, dass das mit Kleinigkeiten und vor allen Dingen einem konsistenten, regelmäßigen Vorgehen ganz anders aussehen könnte. Aber dafür müssen wir vor allen Dingen uns klar machen, dass die Wege, die wir bisher gehen, nicht funktionieren. Dass wir neu denken müssen, dass wir innovativ denken müssen. Nicht umsonst kommt der Satz von mir: Unsere Büros von heute sind die Turnhallen von morgen. Weil wir viel zu viel sitzen, nämlich zwischen 9 und 13 Stunden am Tag. Weil wir ständig unter Strom stehen und weil bei uns allen eigentlich Aussagen an der Tagesordnung stehen wie: Ich habe keine Zeit, vielleicht auch ich habe keine Lust, mir fehlt die Energie. Andere Dinge sind in dem Moment wichtiger. Und ich kann das nachfühlen. Ich kann das vor allen Dingen deswegen nachfühlen, weil es mich viele Jahre ja ähnlich begleitet hat, auch in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Und ich auch in dem Moment gedacht habe, und da meinte ich schon relativ weit zu sein, dass ich mit gelegentlichem Sport das alles ausgleichen könnte. Fakt ist aber, dass Stressoren immer dann zu einer Gesundheitsbelastung werden, wenn sie zu lange zu hoch gewesen sind. Und das können wir vermeiden, indem wir eben unseren Alltag in kurze Unterbrechungen bringen, mit kurzen Impulsen versehen, die 3x3 eben, um eben diese Belastungen wieder abzumildern, möglicherweise sogar aufzuwiegen. Und dabei ist vor allen Dingen wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass diese kurzen Unterbrechungen nicht nur unsere Gesundheit gut tun, weil das ist für die meisten Menschen ein sehr abstrakter Begriff und dass sie mal krank werden würden und davon dauerhaft betroffen sind, das ist so fern der Realität, dass das für viele gar nicht ausreicht, sich aufzuraffen, sondern dass wir uns klar machen, dass das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir unser Wohlbefinden erhalten und damit eben in einer Energie bleiben, bei denen wir auch die Herausforderungen, die sich zwangsläufig in unserem Alltag immer wieder sammeln werden, besser bewältigen können. Und so geht es unterm Strich vor allen Dingen darum, sich klarzumachen, dass diese Wertschätzung für sich selber, dieses exklusive Zeit für sich selber nehmen, bereits im Alltag, das Schlüsselelement sind. Es geht vor allen Dingen darum, sich klarzumachen, dass das niemand anders machen wird, wenn du es selber nicht machst. Es kommen also zwei wichtige Dinge zusammen: Verantwortungsbewusstsein zu besitzen und die Bereitschaft, sich diesen Raum auch wirklich zu schaffen, sich diese Zeiten auch wirklich zu nehmen. Und das sind Dinge, an denen viele Menschen leider scheitern, die eben weniger in der Situation sind, ein selbstbestimmtes Leben wirklich auch zu organisieren. Und ich glaube deswegen auch sagen zu können, dass es in der Verpflichtung bestimmter Menschen steht, und ich habe mich nicht umsonst
dazu bereit erklärt, eben dieses Engagement für die Gesundheit anderer Menschen an den Tag zu legen, dass wir beispielsweise in Unternehmen die Voraussetzungen eines wertschätzenden Umgangs auch auf der Ebene verbessern. Weil Unternehmenskultur, und das ist es am Ende, gelebte Unternehmenskultur, ist der wichtigste Faktor für langfristigen Erfolg. Mit dem Team gemeinsam vorangehen zu können, sich aufeinander verlassen zu können, zu merken, dass eine gemeinsame Aufgabe dahinter steckt und dass für diesen Prozess, für dieses Vorankommen Gesundheit der entscheidendste Faktor, das Fundament für alles ist, das dürfen wir wahrscheinlich erst einfach noch klarer für uns verankern. Deswegen freue ich mich, dass du dir dieses Video angeschaut hast, weil du jetzt in der Situation bist, diese Entscheidung auch wirklich fällen zu können. Für dich.